Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Greilich, Fraktionsvorsitzender der FDP. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn so die letzten Tage noch mal Revue passieren lässt, wie intensiv wir uns mit dem Thema der Vorfälle anlässlich der Blockupy-Demonstration in Frankfurt beschäftigt haben, wenn man sich noch mal vor Augen führt, in welcher Intensität und über welche zeitliche Dauer zwei Innenausschusssitzungen genutzt wurden, um wirklich jede einzelne Frage, die aufgetaucht ist, zu erörtern und nochmal zu erörtern und nochmal zu hinterfragen und wie gründlich der Innenminister Auskunft erteilt hat, der Innenminister, die Polizeiführung. Es blieb keine Frage, die man beantworten kann, offen. Das ist der Tatbestand nach zwei Innenausschusssitzungen und nach den Beratungen hier im Plenum. Da fragt man sich schon, was diese Inszenierung hier jetzt zum Abschluss nochmal soll. Es ist alles offengelegt. Wenn man davon absieht, dass die Linken immer wieder behaupten, das sei ja alles ganz anders gewesen und mit denkwürdigen Auftritten, die wir auch hier im Plenum erlebt haben, versucht haben, ein Bild zu stellen, das mit der Realität nun wirklich nichts zu tun hat. Die Realität war, und das muss auch zum, will ich als einziges noch mal wiederholen, weil es grundlegend wichtig ist, die Realität war, dass eine Gruppe von ca. 900, lassen Sie es 850 oder meinetwegen auch 950 gewesen sein, taktisch umfangen, taktisch umschlossen wurde, eingekesselt wurde, wie sich der Sprachgebrauch eingebürgert hat, und dass der Rest der Demonstration, von dem nicht erkennbar war, dass dort Gewalttaten geplant oder vorbereitet würden, jederzeit die Demonstration hätte fortsetzen können. Und das ist genau der wesentliche Faktor. Es ist durch nichts belegt, außer dass es immer mal wieder behauptet wird, wie auch Kollegin Faeser das hier nochmal wiederholt hat, dass Tausende in ihrem Grundrecht beeinträchtigt worden sein sollen. Diese Gruppe der Demonstranten hat sich nicht entschlossen zu demonstrieren und das Demonstrationsrecht weiter auszuüben in Form eines Demonstrationszuges, sondern ist stehen geblieben und wollte gerne, dass diejenigen, die auf Gewalt vorbereitet waren und das offenkundig vorbereitet haben, die Zahlen, die Fakten sind ja auch oft genug genannt worden, doch wieder aus dem Kessel herauskommen sollten mit ihren Waffen, ohne hätten sie jederzeit herausgekonnt. Und da ist es ganz egal, meine Damen und Herren, ob das nur 7.000 waren, 8.000, 9.000, wenn es 20.000 gewesen wären. Alle diese Menschen waren in Hessen und in Hessen wird das Demonstrationsrecht hochgehalten und geschützt, nicht beeinträchtigt. Nur, und das ist genau der Punkt auch aus dem Brockdorf-Urteil, das der Kollege Frömmrich zitiert hat. In der Tat, es wäre unverhältnismäßig, den großen Teil der Nicht-Gewalt bereiten Demonstranten an der Ausübung des Demonstrationsrechts zu hindern. Und deswegen hat dieser Innenminister oft genug dargestellt, dass die Polizeiführung in Frankfurt, für die er natürlich auch die Verantwortung trägt als Dienstherr, dieses Demonstrationsrecht gewahrt hat. Aber wenn die Menschen es nicht ausüben wollen, ist das nicht das Problem der Polizeiführung und der Justiz. Dass es einzelne Vorfälle gegeben hat, die nicht in Ordnung waren, scheint so zu sein. Das wird aufgeklärt, dafür haben wir die Justiz, dafür haben wir auch die Verwaltungsgerichte, die Justiz arbeitet. Das ist die entscheidende Botschaft und darauf können wir uns verlassen. Entscheidend ist, und da finde ich es schon etwas bedauerlich, in welcher Art und Weise sich hier SPD und Grüne ein Stück weit vor den Karren spannen lassen. Beschämend ist es, was wir aus der Linksfraktion in den letzten Tagen hier an Stellungnahmen gehört haben. Sie haben ein gestörtes Verhältnis zum Rechtsstaat und seinen Institutionen. Das ist in Ihren Äußerungen immer wieder klar geworden. Ich will noch zwei Sätze sagen zu der wohlfeilen Rücktrittsforderung, die Frau Faeser hier versucht hat zu begründen. Sie konnte es nur damit begründen, dass sie unterstellt hat, wahrheitswidrig unterstellt hat, es seien die friedlichen Demonstranten am Demonstrationsrecht gehindert worden. Ich habe ausführlich dargelegt, dass das nicht so war. Und es ist immer wieder dargelegt worden, nein, man wollte dort nicht. Ich habe ein bisschen den Eindruck, Frau Kollegin Faeser, Sie haben es immer noch nicht verwunden, dass Sie sich vergaloppiert hatten damals, als es um die Frage der
Kriminalstatistik und der Wohnungseinbrüche ging. Sie können es nicht ertragen in diesem Wahlkampf, der jetzt richtig entbrannt ist. Sie können es nicht ertragen, dass Sie es mit einem erfolgreichen Innenminister und einer erfolgreichen Regierung zu tun haben.